Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Personal Nightmare. Ja, Albträume konnten wir in der letzten Nacht nicht haben, zumindest nicht im Spiel, während wir nämlich die Nacht durchgemacht haben. Ich habe den Vorschlaghammer und das Seil habe ich eingesammelt. Die liegen jetzt einsam und verlassen vor dem Tor zum Herrenhaus, weil der Gärtner wieder da ist. Und deswegen können wir dort jetzt aktuell nicht weitermachen. Aber ich habe den Policeman wieder gefunden, also unseren Herrn, ja, Detektiv. Und dem möchten wir schon die ganze Zeit diverse Dinge mal noch zeigen. Und ich bin gespannt, ob das dann reicht, um Susan des Mordes an ihrem Ehemann zu überführen. Weil er hat ja auch, seine letzten Worte waren ja auch, warum hat sie das getan, warum? Und also, er hat ja wahrscheinlich dann auch gesehen, wer ihn überfahren hat. Und ich gehe davon aus, dass er gestorben ist. Man hat ihn zwar mit dem Krankenwagen weggefahren, aber ich gehe gerade von dem Schlimmsten aus. So, wir wollen dir Dinge zeigen. Und zwar Papers und ein Certificate. Okay, kriegen wir hin. Aber nicht wieder weglaufen. Hä, was habe ich jetzt gemacht? So, ich weiß nichts davon. Wie wurde denn das beschrieben? Weil da steht ja drauf, dass Susanne Perkins die einzige ist, die im Juli geboren ist. Oder soll ich Records schreiben? Oder Notice. Notice? Also Notiz? Wie? Ich kann das nicht sehen. Dann versuchen wir es erstmal mit dem Zertifikat. Zertifikate. Liebe Sinaloa Show, schreibt man mit H. Zertifikate. So, das ist das, was Suzanne Blanfords Mädchenname war. Ich sollte das zum Notar geben. Es ist ein offizielles Dokument. Da haben wir es geklaut. Aber sag's nicht weiter. So, aber wie geben wir das andere Zeugs an ihn? Weil das mit dem Juli scheint ja auch irgendwo wichtig zu sein. Wir bringen es dem Notar zurück, ist versprochen. Ja, das Zertifikat haben wir noch. Dann Small Papers oder Records oder was auch immer. Ja, kann ich es nicht sehen, weil er gerade wieder weggelaufen ist. Da gegenüber. Ja. Unser Herr Notar ist noch nicht da. Dann gehen wir wieder. Und schauen, wo unser Herr Polizist wieder hin ist. Du warst doch, glaube ich, der Städtertyp, oder? Ah, nee, das ist der Notar. Wieso fährt der Notar in so einem kleinen Ort mit dem Taxi zur Arbeit? Nein, ich wollte mich nicht rumdrehen. Die Tür ist zu, dann machen wir sie auf und gehen mal rein da. So, hi. Mr. Roberts, dann geben wir ihm die Zertifikate.
Okay. Ja, haben wir gemacht. Wie auch immer. So, wo ist jetzt der Herr Polizeibeamte schon wieder hin? Ah, die Werkstatt wollten wir auch noch. Die müsste dann auch jetzt irgendwann mal geöffnet haben. Ja, wie? Ich habe keinen Schlüssel. Wann macht das Ding auf? Aber mal ganz ehrlich, das ist ein kleiner Ort. Und irgendwo muss ein Auto rumfahren mit halbem Nummernschild oder rumstehen, versteckt sein. Und wir haben ja Susan in Verdacht. Aber in ihrem Geräteschuppen war jetzt kein Auto. Ich vermute halt, dass man das vielleicht in der Werkstatt abgegeben hat, aber uns fehlt ein halbes Nummernschild. Moment mal. In Kriminalfilmen entsorgt man doch Nummernschilder dann im Mülleimer? Nein, der ist leer. Okay. Irgendeinen Sinn muss der Mülleimer ja haben. Moment. Da ging gerade auf. Du gehst nicht darin. Das ist voll mit Werkzeug und gefährlichem Equipment, sagte Mr. Mason. Genau, Mr. Mason ist der Besitzer der Garage. Ist da jetzt vielleicht ein Nummernschild drin? Ich hatte recht. Das sieht aus wie das, was wir schon mal als Nummernschild gefunden hatten. Es sieht so aus, als wäre es bei einem Unfall gebrochen. Es trägt die Buchstaben 100. Also meine Vermutung war ja mal gewesen, dass da irgendwie was mit Juli dann draufsteht oder 07 oder was auch immer und dass das dann auch irgendwie auf Susan Blanford deutet, wobei der Polizist muss ja bei zwei Hälften von dem Nummernschild rausfinden können, wem das gehört hat. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Ja. So, dann müssen wir umso mehr den Polizisten finden. So, wo ist der Gute hingelaufen? Tagsüber finden wir hoffentlich keinen Vampir. Das finde ich uncool. So, das war das Gasthaus. Da ist das Dorf zu Ende. Warum überlegt das Spiel so lange? So, weil die Glocke schlägt. Ah, Moment, da ist er. Das heißt dann auch Snap Number Plate. Schauen wir mal. Ich werde das danach in unseren Report sehen, ob ich irgendwas rausfinde und der nimmt das Nummernschild. So, dann würde ich dir aber jetzt gerne auch noch da das irgendwie zeigen. Jetzt rennt der Kerl wieder weg. Ich weiß es nicht. Dann gehen wir ins Postamt. Das müsst ihr jetzt auch mal geöffnet haben. So, die Postmeisterin sagt Hallo. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit du ein kleines Kind warst. Du bist immer hierher gekommen mit deinem Sparbuch. Sparbuch. Habe ich im Hinterkopf. So. Wir fragen sie mal über da dieses Gutschein-Dingsbums für die Filmentwicklung. Achso, nee, das muss dahin.
So, zum Glück noch alles gepasst. Okay. Darüber weißt du nichts. Über Filme weiß sie auch nichts. Wir schauen uns mal noch hier um, ob wir irgendwas finden, was dann darauf hinweist. Display Stand. Eine Auslage. Ah, da. Das ist die Werbung für einen Fast Delivery, also Schnellbeantwortungsgedingens Filmbearbeitungsservice. Da sind wir doch richtig. 24 Stunden Filmbearbeitungsservice. Stecken Sie einfach Ihren Film in den Briefumschlag, füllen Sie Ihre Adresse aus. Und frankieren. Und vergessen Sie nicht reinzufügen. Ah, ich glaube, 3 Pfund Rückporto oder ein kostenloses Angebot Gutscheinsdingens. Okay, wir haben so einen Gutschein. Wir haben einen Gutschein. Und wir haben mal wieder zu viele individuelle Items. Kriegen wir einen Griff? Können wir den Stigma-Codes wegpacken? Ja, können wir. Den hätte ich auch an der Kirche lassen können, beziehungsweise im Herrenhaus lassen können. Aber ja, so, nochmal zurück. Ein Stift. Ach so, für Formulare auszufüllen am Postamt. So, Konzentration, eins nach dem anderen. So, zuerst hätte ich mal gerne diesen Umschlag. So, Umschlag ins Inventar. So. Und dann Envelope. Dann putten wir den Voucher into Envelope. Nein, wieso konnte ich das nichts schreiben? Ich war so fleißig am Tippen. Na, da ist schon ein bisschen was falsch. Okay, hat schon mal funktioniert. Dann machen wir den Film da auch noch rein. Auffunst. Jetzt brauchen wir eine Briefmarke. Also fangen wir mal. Ah, wie sollen wir bei ihr jetzt Briefmarken kriegen? Oder gibt es die hier irgendwo in der Auslage? Wir schauen durch die Auslage, aber finden nichts Interessantes. Da gibt es auch noch Sch Regale. Ah, ja gut, die sind vollgestopft mit nutzlosem Zeugs. Süßigkeiten. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Den lasse ich nach Tür aus. Da ist nur der Display Stand Counter. Ja, ein großer hölzerner Tresen und da ist dieser Display Stand drauf. Den haben wir geguckt. So, wie kriegen wir jetzt eine Briefmarke? Wir haben ja eh kein Geld dafür.
Aber vielleicht finden wir irgendwo noch unser altes Sparbuch und da sind es vielleicht genug drauf für eine Briefmarke. Genau, das weiß man noch nicht. Okay, da sind wir schon mal weitergekommen. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir noch mal ins Gasthaus gehen und dort mal schauen. Moment mal, halt mal, stopp mal. Lauf du mal bitte nicht weg. So, jetzt versuchen wir noch mal ihm das da zu zeigen. So, Records wollte ich da versuchen. Könntest du mal bitte... Darüber weiß er nichts. Keine Ahnung, was es dann damit auf sich hat. Oder müssen wir das vielleicht auch dem Notar zeigen? Da steht, da geht es ja halt um den Geburtsmonat von Susan. Versuchen wir mal. Wer hieß er noch mal? Er war Mr. Roberts. Naja. Ich nehme wenig teil am Dorfleben, außer für Aufzeichnungen über Geburte, Tote und Heiraten. Haben wir ihm das jetzt gezeigt? Wir fragen ihn mal nach Hochzeiten. Darüber weiß aber nichts. Ja, wir haben ihm das aber nur gezeigt, aber nicht gegeben. Ich versuche nochmal Small Papers. Ja, sagt er wieder dasselbe. Also wir haben dem jetzt das komplette Kennzeichen gegeben zu dem Auto. Das sollte doch eigentlich dafür reichen, um zu beweisen, welches Auto es war. Und so ein Polizei muss doch auch Zug, also hat doch normalerweise Zugriff auf die Meldedaten der Fahrzeuge. So, Verdacht auf Tötung oder Schwerverletzung oder was auch immer. Bitte Kennzeichen überprüfen. So geht das doch, oder? Okay, dann. Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Denn dort muss doch dann irgendwo unser Sparbuch sein. Denke ich zumindest mal. So, andere Straßenseite. Kirsche rein da. Und dann einmal über den Friedhof. Mann, muss das ein gruseliger Schulweg damals gewesen sein, wenn man auf dem Friedhof wohnt. So, was habe ich hier drin übersehen? Wir hatten hier unser Zimmer gefunden und da stand ja auch was von wegen, dass viele Bücher und Spielzeugsammlung am Fußende des Bettes liegen. Aber... So, da hatten wir das eine Buch gefunden mit dem Ritual. Bei dem Stuhl hatten wir die Wolle. Hatten wir schon mal in dieses Schränkchen reingeguckt? Da ist leer. Da haben wir eine Fruchtschale, die wir auch mal examinieren. Da haben wir wirklich Obst drin. Nee, Wachsfrüchte. Sieht gut aus, aber wird wohl nicht so appetitlich sein. Okay. Haben wir
haben wir geguckt. So, die Vase hatten wir bestimmt inspiziert. Das war das chinesische Bild oder japanische Bild, was auch immer. Da hatten wir ein bisschen umdekoriert. Das war die Küche. So, und oben waren wir auch schon mal. Ich glaube, ja, das war, glaube ich, unser Zimmer. Da hatten wir, glaube ich, auch alles geguckt. Das ist offen und nichts ist drin. Hatten wir unters Bett geguckt? Da ist nichts. Bett ansehen. Ja, da sind die Spielzeugsammlung und Bücher am Fuß des Bettes. Kopfkissen kann man nichts machen. Das war das Bild, was wir geguckt hatten. Ah, dann machen wir mal Examine Books. Ja, da ist eine Kollektion von Büchern von deiner Kindheit. Und wir finden eine Kopie von Schatzinsel. Oh, das habe ich geliebt, das Buch. Das habe ich geliebt. Okay, können wir die Schatzinsel mitnehmen? Haben wir genommen. Das Buch. Nee, das ist das Geschichtsbuch von der Kirche. Wo ist die Schatzinsel? Ah, da. Ah, Schatzinsel. Erinnerungen von einem von langen Sommertagen, die man lesend verbracht hat, bringen die Erinnerungen in deine Gedanken. Als man durch die Schatzinsel blättert, dein altes Sparbuch fällt raus. Wir haben ein Sparbuch. Wir haben ein Sparbuch. Sparbuch. Chaka, dann gehen wir jetzt unsere Millionen abholen. Könnten hier ein paar Zinsen drauf sein. Gab's ja früher noch. Okay, dann gehen wir wieder runter. Dann haben wir unser Sparbuch gefunden. Dann danke an die Postbeamtin, dass sie mir den Hinweis gegeben hat, dass es ja irgendwo vielleicht ein Sparbuch geben könnte. So, wir gehen über den gemütlichen Friedhof zurück. An der Kirche vorbei. So. Dann müssen wir über die Straße. Und dann bin ich, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Ich werde das bis zum Ende des Let's Plays nicht verstanden haben, wie die Orientierung hier konkret funktioniert. Aber egal. Also mit dir rede ich irgendwann noch wegen. Ja, diverse Papiere. So, wir geben dann mal unser Savingsbook zur Postmistress. Wie, was ist das? Mann. Vielleicht wäre es mir möglich, das zu kommentieren, wenn ich fähig wäre, es zu lesen. Werde ich jetzt auch noch vom Parser des Spiels beleidigt? Okay, dann versuchen wir es wieder mit Show Savings Book to Postmistress. Ich glaube, ich hätte es umgekehrt geschrieben. Nochmal. So. Show
Postmistress for Savings Book? Give? Geben? Bitte. Die Postbeamtin nimmt das Sparbuch und nachdem sie es gestempelt hat, gibt sie dir 20 Pence oder was auch immer, Pence-Stücke. Sie zerreißt das Buch, weil du es nicht länger brauchst. Aber zur Erinnerung hätte ich das doch gern mitgenommen. Na gut, dann versuchen wir in der nächsten Folge uns eine Briefmarke zu kaufen. Es wird ein Spaß. Bis gleich.